Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge RimWorld mit mir, eurem Illyria und TSGLP. Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld in der vierten Folge zusammen mit mir und eurem Illyria. Nachahmer. So, wir haben einen Gefangenen gemacht und zwar den Bell, diesen Wildhüter. Die Glocke. Genau, die Glocke. Risiko eines schweren Zusammenbruchs. Ja, was soll ich da machen? Wurde beleidigt dreimal. Hä, wann war das dritte Mal? Letzte Folge wurde sie zweimal beleidigt. Das war zwischen der Pause wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Hungrig. Wieso isst du nix? Dafür kann ich doch nix, wenn du nicht futterst. Ohne Tisch gegessen? Da ist doch ein Tisch! Durchnässt, okay, haben wir immer noch. Immerhin die Verletzung gehen wir zurück. So, wie sieht's aus mit dem Tipi? Bedürfnis, Erholung, also Ernährung braucht er nicht. Gefängnis, warte mal. Reduziere Widerstand. Können wir auch verkaufen für 175 Euro. Also Silber. Ich nehme auch mal so. Guck mal, Rekrutierungschance bei 91%. Cool, dann mach doch. Versuchen wir es. Rekrutieren. Jetzt kriegt er Futter. Während er schläft, ist auch nicht schlecht, auch nur die das wach. Kann wieder laufen. Wer ist eigentlich dafür zuständig? Will kein Aufseher sein. Auf zu schlafen, Niski! Jetzt was zu tun! Die Chance ist gut. Ja, das schon auf 1 zu 2 erinnert. Stimmung zu niedrig, Meinung zu niedrig. Von mir aus. Jetzt bräuchte ich mal meine Fähigkeit aus der dritten Staffel, ne? Du liegst schon wieder im Bett. Das baut sich nicht alles von alleine. Nicht? Ich dachte. Ja. Guck mal, das sieht auch gut aus. Die Felder. Die sind fast reif. Und keine Fäulnis? Aktuell keine Fäulnis. So, Befehle. Machen wir ein bisschen Holz hacken, weil wir brauchen sowieso Holz. Ich brauche nicht faul umherzuwandern. Hier muss gearbeitet werden. Aber ich könnte eine Sache machen. Ich weiß, dass das geht. Zone. Na. Anbauzone. Aber ging das jetzt hier oder ging das woanders? Muss ich gucken. Worum geht's? Weiß ja noch nicht genau was. Es geht nicht. Man könnte doch auch Bäume anpflanzen, das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich da was vergessen oder übersehen? Oder ist das die Forschung? Ja, ist Forschung. Bäume anpflanzen. Da, ich wollte gerade googeln. Solaranlage. Forschung. Wir haben Forschungstisch, aber keine Forschung. Er spielt Hufeisenwerfen. Von mir aus. Du forschst eine Runde. Sehr gut. Wir müssen unbedingt die Hütte schließen, aber wir haben einfach zu wenig Material dafür. Weil hier wird ja auch noch nicht mal gebaut. Hier wird gar nichts getan. Du wirst jetzt das machen müssen. Es hat keinen Zweck. Wir brauchen Material. Mitten in der Nacht. Ja. 22 Uhr. Ich kann nichts dafür, wenn du so einen blöden Schlafrhythmus hast. Ernährung. Ja, der geht forscht, aber das gibt's doch wohl nicht.
Oh, das wird als für Gefangenen reserviert bezeichnet. Alles deswegen. Klar. Und er sitzt auch nicht auf dem Stuhl wegen Gefangenen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt gehst du schon wieder pennen. Oh, wir haben gar nichts mehr. Information. Ja, das ist durch, das ist eine Mod-Information. Achso. Ich kann ich nämlich Teams quasi zusammenfassen und gruppieren etc. Dann drücke ich die Tasten, wie du sehen kannst, 6, 7, 8, 9 und kann damit zum Beispiel eine Stellung schnell wieder aufrufen, die vorher abgespeichert wurde. Ah. Hast du meinen Stuhl? Jetzt mache ich eine Sache, weil so geht's nicht. Moment. Erinnert mich an meinen Prison Architect. Ja. Hast du gut zusammengefasst. Nur eine Toilette kann ich nicht bauen. Und eine Dusche. Eine Dusche auch nicht, das ist richtig. Ich brauche trotzdem Futter, weil hier ist nichts mehr. Keine Bären? Moment. Oh, das ging mal schnell im Bett. Kannst du nicht mehr tragen? Muss immer alles einzeln sein? Vielleicht. Oh, jetzt mal ein bisschen Hufeisen werfen. So. Für Gefangene. Kann jemand zuweisen, jemanden? Nö. So. Es ist ja ein ganz normaler Küchenraum. Fleiß. Guck mal, es wird geerntet. Wir haben Futter. Ja. Brauchen trotzdem noch einen Lagerraum für die Küche. Das ja. Dann. Aber es fehlt an Material ohne Ende. Ist Granit. Du bist geheilt. Wunderbar. Okay, du musst wirklich erst abbauen. Das hat keinen Zweck. Wieso kommt da nichts raus? Oh, da kommen nur Brocken raus. Ich brauche erst den Handwerkstisch zum Herstellen von Baublöcken. Oh. Na. War das der hier? Ja. Behandlung benötigt. Okay. Ist eigentlich noch in Ordnung? Wer braucht denn eine Behandlung? Ist doch alles okay?
Wahrscheinlich wegen deinem Asthma. Ja. Das war wegen deinem Asthma. Oh, sieh meine an. Kommuniziert. Das ist auch nicht schlecht. Wenig Medizin. Ja, ich weiß. Granit habe ich 15. Ich könnte wenigstens Granitblöcke nehmen. Okay. Struktur. Haben wir hier mal zu. Oh, das ging schnell. Guck mal, Granit hält sogar mehr aus als Marmor. Also ist Marmor nicht gerade das beste Material. Granit hält 510 Lebenspunkte, während Marmor nur 360 hat. Naja, Granit ist nicht umsonst der stärkste Stein oder so der Welt. Ja, ne? Das stimmt. Aber dafür sehr, ja, bröder auch. Genauso wie Marmor. Richtig. Aber weißt du was, die Bärenbüsche brauchen wir gerade gar nicht. Lass mir erstmal die Büsche erstmal in Ruhe. Weil wir haben hier gerade genug Ernte. Und das kann ich nicht mal kühlen, ist das Problem. Aufgabe. Ich würde sagen, wir machen wirklich Granitblöcke, ne? So, bis ich 90 habe. So, wird er versorgt oder gibt es ein Problem? Nö, der ist jetzt versorgt. So, Gefängnis. Ach, steht noch auf Rekrutieren. Gut. Sogar 100% die Chance. Was? Ehrlich? Ja. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es wäre natürlich nicht verkehrt, wenn das funktionieren würde. Dann sagt er trotzdem nein. Na komm, machen wir es mal. Versuchen wir mal. Wecke ich ihn in der Nacht. Ist mir egal. Er soll sich mir anschließen. Der Typ ist angezogen. Meinung ist zu niedrig. Ja, der Widerstand muss wahrscheinlich erst noch sinken. Weiter. Denke ich auch. Ich könnte hier einen kleinen Tisch da, einen Stuhl da hinstellen, aber das macht auch keinen Sinn. Ja, da fehlt schon wieder Granit. Granit, machen wir noch Kalkstein. Was auch immer gerade da ist. Marmor. Würdest du bitte? Aber wir brauchen Material. Bell ist geheilt. Sehr schön. Ich meine, der tut doch was, oder? Ich meine, mit denen kann man doch was anfangen. Bio. Fernkampf, er ist interessiert daran. Das ist schon mal eine Sache. Bergbau ist er nicht unbedingt gut drin. Aber er kann gut mit Pflanzen. Er kann sehr gut mit Tieren. Sozial ist er interessiert. Also er verweigert nur geistige Arbeit. Ja, und Kunstarbeit. Wir brauchen ja auch nicht. Was ist das denn hier? Starke Abneigung gegen alle Frauen misstraut ihnen. Aber er ist freundlich. Das macht aber keinen Sinn, das widerspricht sich doch. Er mag keine geistige Arbeit, das heißt, er ist sozial. Nee, sozial könnte er. Geistige Arbeit ist mit geistiger Arbeit. Das ist Forschen. Ja, das ist das Unterste. Richtig. So, wie sieht's aus? Wir haben 100 Granitblöcke. Schön, 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 schön. Ja, definitiv. Bams. Okay, nur einmal Bams. Juri, ich möchte gleich mal sehen, wie ich gleich Hufeisen werfen spiele, wenn du in der Hütte bist und die Mauer ist zu. Ey, guck mal, die Tomaten. Lustig. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, Tomaten. Noch mehr essen.
Die lassen die Pflanze. Oh, die lassen alles draußen liegen. Nein! Nur doof ist trotzdem, ich halte nichts davon ab zu forschen. Das heißt, wir kriegen trotzdem keinen Strom für Kühlung. Aber warte mal, wir haben nur noch andere Möglichkeiten. Temperatur. Oh, Mini-Kühlschrank. Ja, genau. Aber es hier braucht Strom. Verdammt. Hier eine passive Kühlung, braucht nur Holz. Aber dafür muss das Ding erstmal aufgebaut werden. Das bringt vorher nichts. Ja, ich würde sagen, das hier brechen wir ab mit Marmor. Ne? Strukturen. Abbrechen. So. Machen wir erstmal zu. Ambrosiahain. Wir haben irgendwo Ambrosiahain gefunden, aber wir lassen die Finger weg von Drogen. Soll jeder selber wissen, was er meint. Das ist wirklich Drogen, aber ich will damit nichts zu tun haben. Ich kann nur davon abwarten. Yay, guck mal, die Hütte, das Haus ist dicht. Ja, endlich. Wurde aber auch Zeit. Das stimmt. Soll ich den Schiefer abbauen und auch austauschen oder soll ich den einfach nur glätten? Glätten würde reichen. So, das brauchen wir nicht. Das kann weg. Vor allem möchte ich die Hütte gerne gerade haben. Hast du schon mit ihm gesprochen, Neski? Was ist sprechen? Ja, was wohl? Dass du Bell dazu bringst, sich uns anzuschließen. Was für eine Glockenstimmung. Stimmung ist zu niedrig. Ah. Er ne... Oh. Chris, du Sau. Okay, ich spiele immer wieder Hufeisenwerfen, aber machst du das auch zwischendurch? Also du hast Entspannung. Das ist ja fast voll. Das sieht gut aus. Ich bin sehr entspannt. Ja. Mhm. Wurde beleidigt. Wieso? Moment, von wem nur? Über Brocken, ich über salziges Essen. Hieß sie versucht, Bell zu rekrutieren. Erzählt Bell aus der Kolonie. Fang über seinen Familienhintergrund. Eine Chance, fang über die Zukunft der Kolonie zu stellen. Interesse an der Baufertigkeit von Bell. Über Granaten nachzudenken. Tiere, Pfeffer. Schwitzen. Hier. Illyria bezeichnete Hiski als Krake. Bist du eine Hiski? Bist du eine Krake? Das können nur Hentais beantworten. Das kann wer beantworten? Das können nur Hentais beantworten. Hentais? Was sind Hentais? Die Frage hast du mir damals schon gestellt, als ich hier meinen Videotitel gesagt habe, wie Irving und Hentai heißen. Was Hentai ist. Ja, habe ich vergessen. War das mal erklärt, aber ich habe es vergessen. Das ist die Porno-Variante von Animes. Okay. Sollen wir Kartoffeln anpflanzen? Sollen wir uns auch mal jetzt langsam auf Baumwolle gehen? Mir ist es ein kleines Feld. Oder wollen wir Ich glaube, Baumwolle wäre cool. Also wenn wir dann irgendwann Kleidung herstellen, brauchen wir definitiv eine. Gut. Außerdem, bevor ich mich zu sehr langweile, gebe ich lieber den Auftrag, er soll Baumwolle anpflanzen. Bäume fällen könnte er machen auch noch. Ja, habe ich auch schon eine Menge gemacht, aber er liegt auch immer im Holz, aber das verrottet auch schon wieder. Wolltest du nicht ein Loch oben in der Wand lassen? Nee, ich wollte ein Dach drüber setzen. Nicht da. Ich meine, da, wo der Kühlraum dann ist. Nö, das habe ich doch widersprochen, letzten Endes. Okay. Aber hier sollte eine Tür rein. Da sollte eine Tür rein.
ganz viele Tomaten. Ja, aber du kochst, bis wir 10 sind, siehst du? Also prioritätstechnisch kümmerst du dich drum. Sag mal ein Dach. Ja. Warum eigentlich nicht über das gesamte Feld? Weil du hast recht, bist? Das geht. Nee, ja. Ich wollte vorsichtig sein, weil ich nicht, weil ich wusste, wie weit das jetzt geht. Okay, weil du doof bist, alles klar. Genau, so doof wie du, mein Lieber. Und weil ich so doof bin, beende ich hiermit die Folge. Verdammt, ey. Ja, muss sein. Was soll ich sonst dazu sagen? Wir sind angekommen bei der Zeit. Das war es jedenfalls in dieser Folge, liebe Zuschauer. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns zum 5. wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Und falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Bis dahin. Cheerio.